Sehr gut. Aber du hast doch gar nicht geguckt. Pettersson, warte auf mich! Könntest du denn wiederholen? Nö. Nö? Und wenn ich dir einen Schokoladenpudding machen würde, wenn wir mit dem Holzhacken fertig sind, Schokoladenpudding? Ja, dann, dann hole ich ihn. Das war bloß der Kater. Was ist denn mit dir passiert? Guten Tag. Gustavsson? Der Kater hatte Glück, dass er kein Fuchs ist. Ja, wahrscheinlich ja. Dann hast du also keinen Besuch vom Fuchs bekommen? Soweit ich weiß nicht, nee. Du hättest schon gemerkt, wenn er da gewesen wäre. Bei mir war heute Nacht einer. Und hat einen Huhn geklaut. Ach, du liebe Eierlegerin. Aber das macht er nicht noch mal. Und wenn ich den erwische, dann schieße ich den ab. Der Fuchs treibt sich hier sicher noch rum. Also sei vorsichtig und sorg dafür, dass der Kater im Haus bleibt. Im Dunkeln kann man sich sehr leicht täuschen.